Ja? Laut Heeres Nachrichtendienst haben Sie gar keinen Sohn? Wie? Ja, Sie sind seit 25 Jahren glücklich verheiratet. Bitte? Sie können gar nicht schreiben und Sie sind auch keine Frau. Doch. Sind Sie nicht viel eher der gesuchte Taugenichts- und Unruhestifter Egon Bramski? Ha? Und haben Sie nicht mehrere Wochen sich ausschließlich von roten Rüben ernährt, nur um dazwischen Wörgel und Brixen mit Ihren einschlägig eingefärbten Exkrementen? Den Satz 1. November ist Weltvegan-Tag an mehrere arglose Stalltüren zu schmieren? Nein, bin ich nicht. 1:0 für Sie. Und da sehe ich ihn auch schon wieder heran, unseren ORF-Helikopter. Ja, bei uns daheim, wir sagen ja sehr gern Himmeltrachter dazu. Ja. Und wissen Sie, wie wir sagen zum Beispiel zum Spiegel? Nein. Wir sagen Retourekucher. Ja, ja. Und wissen Sie, wie wir sagen zum Beispiel zum Fernsehapparat? Nein. Wir sagen Mandelkasten. Das kann ich mir einfach vorstellen, Herr Professor Viereckfetzen. Und hurra, es ist tatsächlich das vorgespulte Tonbeispiel. Wir können also weiter hineinhören in Variante 2. So könnte die moderne Satiresendung Welt Ahoi in Zukunft klingen. Rufen Sie uns an unter 501 70 371. Sagen Sie uns eine Ihrer Meinungen. Wobei es natürlich schon kurz braucht, um den Feimann einen Sozialisten zu nennen. Ja, ja. Also hat die Engelsburg in Rom mehr mit Marx zu tun. Ich bitte euch gar schön, aber Politiker verarschen, mir schlaft das gerade das Gesicht ein. War es bis jetzt wach, sozusagen? Sei mir nicht böse, aber sowas wie politische Satire hat es in der ganzen Geschichte der Menschheit nur ein einziges Mal gegeben. Ja, bitte, jetzt kommt er wieder mit seinem Demisee. Ja, nur für Sie zu Hause, bin sicher, Sie haben es ohnehin gegenwärtig. Aber Alfred de Musset, der große französische Romantiker, beschreibt in seiner Novelle Der Sohn des Tizian. Ja, und man muss natürlich die Pleiad-Ausgabe lesen. Natürlich muss man das. Jedenfalls beobachtet in diesem Roman Pomponio, der Sohn des Meisters. Bekannterweise der nichtsnutzigere der beiden Söhne, der Horatio, den begabten Maler und potenziellen Nachfolger. Sehr, sehr gut beobachtet. Da hätte wahrscheinlich der Freud auch seine Freude damit. Ja, also Pomponio wird Zeuge folgender Begebenheit. Bologna im Jahr 1530, Kaiser Karl V. ist zu Gast bei Papst Paul III. Der Epikureischen Sau? Mit Luther gesprochen, ja. Da sieht man es wieder, Beleidigungen sind die Argumente derer, die Unrecht haben. Ne? Touché. Na, Rousseau. Ja, warte. 1530, entschuldigung, Paul III. Ist erst 1534 Papst worden, oder? Mhm. Moment, was? 1534. Ja, weil ihr euch immer lustig machen müsst über mich. Ne? Ich sage ja nicht umsonst, man muss die Pleiad-Ausgabe lesen. Die schlagt nämlich vor, dass die Geschichte erst 20 Jahre später sich zuträgt und zwar in Augsburg. Ja, genau. Ja, weil ihr so lustig seid. Ne? Kaiser Karl V. besucht also den Tizian unangemeldet in dessen Atelier, ja, wo der Meister gerade an einem gewaltigen Gemälde arbeitet. Und als Tizian des eindringenden Kaisers ansichtig wird, lässt er sofort den Pinsel fallen. Ja, das ist politische Satire. Ja, oder Altersschwäche. Nein. Na, soweit ich informiert bin, hat der Kaiser den Pinsel aber wieder aufgehoben. Was ist denn das dann? Leadership? Ja, Zynikerin. Ja, ich würde vorschlagen, um die hier schon ein wenig hochgehenden Wellen wieder zu glätten, hören wir doch ein paar Takte. Musik der marokkanische Klangplastiker und homosexuellen Aktivist Yusuf Ibn Ibn. Übrigens, obwohl ja der Name nun wirklich nicht daran denken ließe, Angehöriger des Berbervolkes und natürlich, das habe ich eingangs zu erwähnen vergessen, Post-Schönbergianer. Yusuf Ibn Ibn hat sich im Auftrag von Welt Ahoi von Österreich 1 auf eine dreijährige Spurensuche im westlichen Innviertel begeben. Mitgebracht hat er die 10.000 beliebtesten Fäkalausdrücke aus der Region, verdichtet zu unverwechselbaren Klangskulpturen. Harald Serafin und Birgit Sarrater interpretieren das kompromisslose Auftragswerk in einer exklusiven Ö1-Premiere. Hören Sie also nun den Kanon in C-Dur, Arschkropfen geschissen. Ja, und an dieser Stelle klinken wir uns wieder aus. Das war also Variante 2. Auch so könnte sie klingen, die moderne Satire-Sendung Welt Ahoi. Langsam wird's fast ein bisschen verwirrend, aber haben Sie keine Angst. Hier ist wieder Ihr Dr. Eberhard Bitsch. Es kann Ihnen fast gar nichts passieren. Also natürlich, Sie sind derart gefesselt von unserem Programm, dass Sie das lecke Gasrohr in der Küche vergessen und sich nach 5 Jahren Abstinenz wieder einmal eine Zigarette anzünden.
Apropos anzünden, ich möchte vielleicht, bevor wir darauf eingehen, ob es schon lustig genug ist, die Chance nützen, wenn wir schon einmal einen Experten da sitzen haben und Sie fragen, Herr Professor Viereck-Fetzen, ist Feuerbestattung heute noch reizvoll für die Jugend? Ja, das Thema ist halt ganz bestimmt aktueller denn je. Sie wissen ja, ich habe ein kleines Taschenbuch herausgebracht, in dem wir... Ja, kleines, hat sich immerhin 300.000 Mal verkauft. Respekt! Ja, 316.000 Mal, um ganz genau zu sein. Und schon der Titel des Werkes bedient sich geschickt jugendlich legerer Sprachcodes. Feuer-Yo, check mal Feuerbestattung, Alter, ist aber mehr als nur ein Modebuch. Ja, es kommt heute, und da wird mir vielleicht die Kollegin Stecher zustimmen müssen. Sehr gerne. Danke, danke. Es kommt mehr denn je darauf an zu verstehen, nein, die Jugend ist nicht feierbestattungsverdrossen. Ja, es besteht ein ungebrochenes Interesse an der Feierbestattung. Das beweisen ja nicht nur zuletzt die Verkaufszahlen meines Buches. Gell, aber damit wir die kommenden Generationen nicht verlieren, müssen wir klarer denn je sagen, Feuerbestattung geht uns alle an. Provokant gefragt, ist der Friedhofszwang überholt? Wir wissen heute, dass 70% der Jugendlichen sich mit keinem unserer traditionellen Friedhöfe mehr zu 100% identifizieren können. Ja, ja, und das altbackene System von Stein oder Metall ist völlig überkommen, gell? Es kann heute vorkommen, dass ein junger Mensch sich für eine Urne aus Stein mit Metallfassung entscheidet, ja? Jeder Baschel holt seine eigene Feierbestattung selber zusammen, ne? Das ist für uns Alte vielleicht etwas ungewohnt. Ja. Wir lassen uns einfach genauso verbrennen wie die Eltern oder die Eltern von den Eltern oder die Eltern von den Eltern. Entschuldigen Sie sich, wenn ich unterbreche. Entschuldigung. Angenommen. Ich gebe Ihnen recht, wenn Sie sagen, die Jugendlichen suchen sich ihren eigenen Weg und sind heute in alle Richtungen unideologisch und offen. Aber sie wollen natürlich trotzdem geführt werden. Ja, 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 das ist natürlich klar, ne? Wir Alten haben den Auftrag, den Jungen klar zu zeigen, wo beginnt die Feierbestattung und was ist zum Beispiel jetzt ein Mord oder eine Sachbeschädigung. Richtig. Ne? Genau das setzt auch Ihr Sachbuch Feuer-Yo, check mal Feuerbestattung, Alter, an. Genau so ist es, genau. Ich sag halt den Kindern ganz klar, dass was ihr heute in Berlin, in Paris oder rund um Martin, ja, veranstaltet, hat nur am Rande mit Feierbestattung zu tun. Oder wenn wir in der Zeitung lesen, Rentnerin in elektrischem Pflegebett verbrannt, da müssen wir genauer hinschauen, gell? Ingeborg Bachmann? Ja, das ist schon ein Grenzfall. Letztlich geht es halt immer um Prominentenschutz. Nicht? Genau, Prominentenschutz und Feuerbestattung. Ja, sehr richtig, sehr richtig. Ich fühle mich sehr wohl in Ihrer Nähe, Frau Stecher. Ja, jetzt haben wir uns fast ein wenig verplaudert. Die Zeit drängt, aber hören wir schnell noch hinein in Variante 3. Auch so könnte sie klingen, die neue, moderne Satire-Sendung von Radio Österreich 1, Welt. Ahoi!